So, willkommen im neuen Let's Play zu... Er ist ein Neo-Nippon. Aber ohne Kaiju Tanuki. Ja, du mich auch. Willkommen im neuen Let's Play zu Crash Bandicoot. Irgendwas anderes wollte ich auch noch sagen, hab's aber vergessen. Also, lassen wir's. Wir spielen heute wieder mal mit den Supermädel. Ich habe in dem Level schon ordentlich gefehlt und habe jetzt nochmal neu angefangen. Deswegen weiß ich, wo der Edelstein ist. Ja. Ungefähr so ging es mir vorhin auch. So, bis hierhin bin ich gekommen, weiter leider noch nicht. Aufgrund von, naja, nennen wir es mal technischen Schwierigkeiten. Und da hat es dann angefangen, technisch schwierig zu werden. Es fängt mit solchen Dingen schon mal an. Okay, jetzt geht's mit ihm weiter, oder wie? Ach ja, Svenny hat sich beschwert, der Hühnerskin muss weg. Ich habe einen neuen Skin. Ja. Grüne Gegner. Nur mit dem Wirbel von der Maske. Ja. Und da muss natürlich eine TNT-Kiste sein. Danke. Nachdem der nur eine Richtung kennt, ist es relativ egal, ob ich den jetzt platt mache oder nicht. Oh oh. Da war ich doch schon mal. Ja, hundertprozentig auch noch. Aber da waren diese Kisten nicht aktiv. So, jetzt habe ich es wieder heraus. Zu spät, um jetzt noch mal zu reißen. Ja. Ui. So, ich weiß, dass da noch irgendwo einer war, ja. Ach ja, den muss ich ja in den Hintern.
Das note ich immer an dir. Dein wissenschaftliches Interesse. Die einheimischen Weibern spricht an einem einfach nicht möglichen Test teilzunehmen. Tschüss! Da hätte ich stehen können. Oder auch nicht. Darf das wahr sein? So lange, bis ich die Kiste erwische. Was war das jetzt? Ich hasse dieses Level. Es wird wahrscheinlich komplett einfach zu bewältigen sein. Nur ich stelle mich viel zu blöd an. Also diese Maske mag ich überhaupt nicht. So viel ist fix. So, Konzentration. Oder wie der Arbeitskollege von mir sagt, Disziplin. Ja, die Disziplin ist gerade flöten gegangen. Und schon wieder. Schnauze. Ja, ich hab's erwischt. Blöderweise erst, nachdem ich schon so gut wie tot war. Jetzt hätte ich's geschafft. Darf das wahr sein? Diese dämliche Kiste hier erwischen? Ich stelle mich irgendwie komplett dämlich an. Ja, geht doch. Was war jetzt? Ja, jetzt erwische ich die wieder nicht.
So, da ist wenigstens ein Checkpoint. Warum macht er das? Ja. So machen wir auch das Fragezeichen. Hoffe ich. Ja, und jetzt? Vielleicht die verwenden? Ach, du Heilige. Wow. Na, einen muss ich auf jeden Fall stehen lassen, damit ich wieder zurück kann. So, jetzt komplett zurück. Nicht vergessen, es sind auch welche. Was war jetzt? Jetzt hat er nicht mehr reagiert. Was soll das? Das wäre so schön gegangen jetzt. 21 Minuten ein Level. So, rauf. Runter. Keine heißen Füße holen. Ja, das war nix. Das war doch was. So, es wird wieder gewirbelt, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Und ich hasse es jetzt schon. Ach komm! Aber ich habe die Kiste da erwischt. Jetzt nicht mehr.
Komm! Ja, gleich wieder verloren. Ich fange diese Stelle an zu hassen. Ja, Kiste wieder verpasst. Ja, geht doch. Checkpoint. Ach ja, da war ja was. Was ich schon völlig vergessen hatte. Wenn ich schon mal fast nichts mehr rede, dann ist es kritisch. Warum fliegt er nicht rüber, wenn ich rüber drücke? Jetzt erklär mir nicht, dass sich der Rückweg nicht ausgeht. Na, also geht doch. Jetzt werden sie unverschämt. Uiuiuiuiuiui. Na toll. Mal einen kurzen Versuch hier. Es fehlen 4 Kisten. Leck mich am Arsch. Noob. Ich nehme es ja sportlich. So.
Den Level spielen wir aber auf jeden Fall noch. Und in der nächsten Folge werden wir mal ein bisschen zurückgehen. Und versuchen, ein paar der fehlenden Edelsteine zu bekommen. Das hat doch sicher auch irgendwas auf sich. Es ist wie in alten Zeiten. Wir gegen unsere Unterdrücker, die uns zwingen, unsere Geburtstagskarte selbst zu kaufen und für die zu unterschreiben. Ich meine, hätte wenigstens die Hälfte zahlen können. Ja, da bin ich bei dir. ...139 hört sich ja noch halbwegs gediegen an. Ich verstehe nicht, warum du so gerne herum bist. Aber mir fehlt wohl auch der Körper dafür. Ui, ui, ui. Ich erinnere mich schmerzhaft an solche... Passagen aus genau solchen Dingen, wegen der Perspektive. Also das Band kann ich mir schon mal wieder aufzeichnen. Was ist denn da schon wieder los? Und warum ging das am Anfang nicht mehr? Ui, ui, ui. Hallo? Ah, okay. Alles klar. Das hält die Maske nicht aus. Ja, lass mich doch drauf hier. Oh Gott, ich sehe schon wieder was. Bin ich ihn los? Ja, jetzt und sofort und los. Für den restlichen Level. Ich wusste es, ich hätte zurückspringen müssen. Leck um mich, du. Und weg bin ich. Ah, na, 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 na. Also teilweise komme ich mir schon verarscht vor.
Ja, warum ging's vorher nicht? Sag mal. Normalerweise genieße ich ein Spiel, aber das geht mir jetzt schon wirklich auf den Pinsel. So, Konzentration. Einmal reingehen lassen. Bin ich noch da? Ich bin noch da. Sehr schön. Oha. Das waren ja zwei, oder? Hat's alle drei genommen? Ja. Ach, herrje. Mir bleibt ja auch nichts erspart hier. Aber sonst? Alter Verwalter! Ich habe jetzt 83 von 139. Ich wäre mal froh über einen Level, wo ich wirklich alle Kisten finde. Ja, das war's schon mal mit allen Kisten hier. Soll ich mir verarscht vorkommen oder soll ich mir verarscht vorkommen? Ich komme verarscht vor. Tschüss. Hör mich mal.
versteckter Edelstein. Ja. So, da war sonst nichts mehr. Ja. Das war so klar, dass ich da nochmal rauf muss. Ich hasse das. Warum mache ich es eigentlich? Ich habe nicht alle Kisten. Ei. Oh, mit den zwei. Das wären mehr gewesen. Nee, das hätte gepasst. Da hätte ich alle gekriegt, wenn ich das Fragezeichen gemacht hätte. Naja, 3 und 6 ist ja nicht schlecht. Wenigstens die Hälfte. Na, weit ist es nicht mehr zu ihm. Aber wir sind am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja, nicht so ganz. Und wir sehen uns gesund und munter im nächsten Video wieder. Tschüss, Leute. Bis dann. Ciao.